Die Parlamentsredaktion Hohes Haus hat natürlich ein Porträt des künftigen Nationalratspräsidenten vorbereitet. Und das würden wir Ihnen jetzt gerne zeigen. Ein Orchester mit 183 Musikern. Ab heute gibt Wolfgang Sobotka hier im Nationalrat den Takt vor. Und mit dem Takt, da kennt er sich aus. Regelmäßig dirigiert er das Neujahrskonzert in seiner Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs. Dort war der dirigierende Politiker auch einmal Bürgermeister. Zwischen Musik und Politik erkennt der studierte Cellist und Dirigent auch deutliche Gemeinsamkeiten. Man lässt sich damit nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen, denn bei so einem Laienorchester, da passieren da und dort auch einmal Fehler. Das muss man ganz einfach übergehen und schauen, dass man die Linie hält. Na, das ist ja auch in den politischen Situationen so, da und dort passiert was. Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern wirklich hier an seinen Zielen festhalten. Und das heißt, die Ouvertüre gut starten, mit Schwung durch die Reihen bringen und mit einem fulminanten Schluss enden. So soll es in der Politik auch sein. Die politische Basis von Wolfgang Sobotka ist Niederösterreich. 18 Jahre lang war er Mitglied der Landesregierung. In dieser Zeit tritt er als vehementer Verteidiger Niederösterreichs gegen den Bund auf. Für uns ist das absolut ein Anschlag auf den Föderalismus. Als die niederösterreichische Landeshypo beim Kärntner Hypo-Debakel mitzahlen sollte, drohte der Landesrat dem Finanzminister Schelling sogar mit Rache. Man begegnet sich immer wieder und so habe ich es gemeint. In der Landesregierung war er für die Finanzen zuständig. Heftige Kritik gab es da an der hochriskanten Veranlagung niederösterreichischer Wohnbaugelder. Ein Ermittlungsverfahren wurde aber eingestellt. Sobotka hat die Vorwürfe immer vehement zurückgewiesen. Weil wir nie etwas vorgespiegelt haben, was nicht der Fall ist, weil nie etwas vertuscht wurde oder nie unklare Zahlen am Tisch gelegen sind. 7 Jahre lang war Wolfgang Sobotka auch Stellvertreter des damaligen Landeshauptmanns Erwin Bröll. Er galt auch als möglicher Nachfolger an der Landesspitze. Stattdessen wechselt er aber 2016 ins Innenministerium. Als Minister steht Sobotka für eine harte Linie. Das macht er auch gleich bei seinem ersten Auftritt im Nationalrat klar. Die Sicherheitsinteressen unserer Landsleute gehen bevor. Dem muss sich ein Innenminister als erstes verpflichtet fühlen. Konkret bedeutet das etwa gesetzliche Verschärfungen für Asylwerber sowie das Einschränken von Demonstrationen. Und an den Grenzen Österreichs kommt es zu verstärkten Kontrollen. Solange die Mittelmeerroute nicht geschlossen ist und ein signifikantes Rückgehen dort zu bemerken ist, so wie am Balkan, werden wir uns vorbehalten, Maßnahmen zu setzen. Ein Anliegen sind Sobotka stets mehr Möglichkeiten für die Polizei. Unter anderem betrifft es eine Ausweitung der Überwachung. Dafür wirbt er auch vor einer Woche im Nationalrat. Das ist kein Interesse einer Partei, das ist kein Interesse der Polizei, das ist ein Interesse des Gesamtstaates, um die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen und unseren Österreicherinnen und Österreichern Sicherheit zu bieten. Was wir auf unseren Jahrmärkten, unseren Weihnachtsmärkten getan haben, ist präventive Arbeit. Aber nur mit Betonklötzen allein und dementsprechender polizeilicher Präsenz in dieser Form werden wir das nicht schaffen. Wolfgang Sobotka ist ein Herr der scharfen Töne. Und die haben sich zuweil auch gegen den damaligen Koalitionspartner im Allgemeinen und den roten Bundeskanzler Kern im Speziellen gerichtet. Wir sehen, dass seit einem Jahr eigentlich ein Dauerwahlkampf geführt wird und wir permanent eigentlich an der Arbeit, die er sich selbst gesteckt hat im Regierungsprogramm, behindert werden. Auf die Spitze treibt es der Innenminister, als er sich lange weigert, den erneuerten Koalitionspakt zu unterschreiben. Am Schluss unterzeichnet er ihn aber doch. Bis zuletzt war Wolfgang Sobotka ein heißer Kandidat, dafür auch in der neuen Regierung zu bleiben. Ich habe dem Bundeshauptmann gesagt, wenn er mich braucht, dann liegt es in seiner Entscheidung, das Personal so einzusetzen, wie er es für richtig hält. Er ist unser Spitzenkandidat gewesen und dem ist nichts hinzuzufügen, weder davor noch danach. Und die Geduld müssen wir noch haben, dass wir ein bisschen warten. Wird es den Sobotka geben oder wird es ihn nicht mehr geben oder wo wird es ihn geben oder gibt es ihn gar nicht mehr? Schauen Sie, das ist aber das. Ich war bei so vielen Regierungsverhandlungen dabei. Das Gansl wird in den letzten 5 Minuten knusprig, ist aber der Spruch, ne? Das Gansl ist jetzt jedenfalls fertig gebraten. Und das ist klar, Wolfgang Sobotka wird es weitergeben, jetzt allerdings im Nationalratspräsidium. Und wie knusprig das Gansl wirklich wird, werden wir ungefähr in einer halben Stunde wissen, wenn das Abstimmungsergebnis vorliegt.